Da war ich doch gerade eben erst. Aber zurück nach Welt 4. Und den Schabernack-Kometen genießen. Gucken, was das jetzt ist. Wahrscheinlich ist es wieder Zeitdruck. Ja, ich glaube, es ist Zeitdruck. Dö, dö. Warum beschwöre ich es eigentlich? Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld, dass das jetzt eine Zeitdruckmission war. Absolut selber schuld. Warum sammle ich Münzen? Allerdings gibt es keine Uhren zum Einsammeln, denn dafür ist die Gesamtzeit, die ich kriege, zu hoch. Oh ja, töte mich einfach. Wenn ich gleich zweimal in den Reihen. Gott sei Dank hatte ich noch die Unverwundbarkeit vom ersten Mal reinrennen an mir dran. Gib Gas. Einverstanden. Ein schöner Sprung. Dankeschön, Schild. Wir kennen dir diese ehrlichen Worte hoch an. Dip, 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 dip. Kein Speicherpunkt. Geschafft. 1,42 noch, okay. Ich glaube, ich liege gut in der Zeit. Aber vom Glauben kann man hier nicht reden, das ist viel mehr Hoffen. Ah, natürlich verfehle ich den letzten. Natürlich! Und natürlich kommt der Stern an der anderen Seite raus. Ah, wir sind ja schlau. So, was kam jetzt? Ah, okay, die Ecke. Na, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mehr als die Hälfte. Und mehr als die Hälfte sollte ich zu diesem Zeitpunkt auch haben. Ansonsten habe ich ein Problem. Ja, ja, ich weiß. Zeit wird langsam etwas knapper. Na super, ich lande auf dem unteren. So, da ist der letzte Teil. Wir können es schaffen. Ach nee, sag nicht. Da ist der letzte Teil. So. Jetzt hier lang weiter. Ach ja, sieht doch gut aus. Sogar noch 15 Sekunden oder so übergehabt. Sehr schön. Ich habe jetzt bald schon genug Sterne, um in der letzten Welt zu Bowser komplett durchzurennen. Galaxy komplett. Kein neuer Schabernack-Komet. Ist ja fast enttäuschend. Ist ja fast enttäuschend. So, ich habe immer noch nur 628, also gehe ich mal weiter in die Klappstadt-Galaxie. Zwischen Klippstadt und Klappstadt. Ja, genau dazwischen. Was auch immer das heißen mag, ne? Aha, neue Gegner und Gitter, wo ich mit einer Stampfattacke durchkommen kann. Wir haben kein Zeitlimit. Das ist schön. Dann relaxen wir mal hier ein bisschen. Dip, dip. Wuhu! Ich spiele übrigens wieder einmal, nicht als Luigi. Irgendwie bin ich gemeint zu Luigi, oder? Nintendo hat das jetzt zum Jahr von Luigi erklärt und ich ignoriere ihn trotzdem durchgängig. Übrigens kann man hier durchgucken und die Gegner so töten. Muss sie halt von unten mit den Dingern hier wegkatapultieren. Ansonsten wird das nichts. Nimm sie. Sternteili und das ist hier Sternteili. Wunderbar, ich brauche ja nur grob 600. Oh, da ist ein Gegner. Komm wieder, komm wieder, komm wieder. Booyah!
So, was hat der Tod hier zu sagen? Ist das etwa unser Kapitän? Wie ist er nur dort hochgekommen? Ja, wie nur? Wie hat er das nur gemacht? Da ist wieder ein Gegner. Komm wieder. Komm. Ja. Plopp. Oh, Bonuswelt. Bonus. Das Schöne an diesen Bonuswelten ist, sie interessieren mich im Kern, nur peripher. Ich will einfach nur sehen, ob ich es hinkriege. Okay, ich hab's geschafft, allerdings ohne Sterne. Ich sag immer mal hier durch, denn da wartet die Kometenmünze auf uns. Die war ja einfach. Aber so einfach, dass es schon fast enttäuschend war. Warten wir hier jetzt auf das Stampfi-Vieh, dass wir das auch wieder platt machen. Da bist du ja! Ich hab auf dich gewartet. So, da hinten ist noch ein Kistchen. Mit einem Münzchen. So. Stirb. Und hier muss ich jetzt runter. Ah, da ist der Captain. Hast du mir was zu sagen? Ah, Mario, du hier! Man, gibt's hier oben keine unheimlichen Pix-Monster. Huch! Kapitän, wir haben hier drüben ein riesiges Monster entdeckt. Oh nein! Oh nein! Oh nein. Was eine Reaktion, einfach nur so kurz angebunden. Oh nein! Das ist ja schrecklich! So, jeder Mist geht dann wahrscheinlich direkt nur auf Zeit. Kann ich die Kugeln da wegmachen? Das will ich mal testen. Komm, gib mir eine neue. Autsch! Das war nicht schlau. Oh, 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 nein! Aua, aua! Ah, das war klar. Ups! Wollen die mich jetzt hier verarschen? Oha! Die knallen sie einfach ineinander. Geben Sie nochmal Sternteile? Komm, gib mir nochmal Sternteile. Jawoll. Macht ihr das auch nochmal? Jetzt kommt schon. Sternteile. Ich will mehr Sternteile. Okay, ich glaube, das war dann das letzte Mal, dass sie Sternteile geben. Und hier, schnell. So, okay. Tschüss. Und tschüss. Sternteile und dann noch kurz. Kann ich hier an der Seite überhaupt was machen? Yeah, ich bin am Dach. Aber das ist nicht der normale Weg. Aha. Ist da auf der anderen Seite was? Super. Mhm. Aha, ein Münzi. Das ich total dringend brauchte. So, hier sind weitere Münzis. Unnötig viele Münzis, die mich von der Plattform ablenken, die jetzt wieder wegfährt. Das war ja so klar. Pfeile zeigen. Ich sehe jetzt erst die Pfeile im Hintergrund, die mir anzeigen, in welche Richtung die Schwerkraft gerade ist. Wie süß. Ich habe das Gefühl, hier sollte ich die Schwerkraft gerade noch nicht ändern. Das Gefühl aber nach hier oben hin sollte ich. Oh wow, ich bin so schlau. Ich sollte Mario-Spieleentwickler werden. Oh, hier sollte ich. Nein! Oh oh. Ich sterbe! Hatte ich einen Speicherpunkt? Ja, voll, Gott sei Dank. So, hier hinten war der Weg. Okay, das Münzi auf der anderen Seite ist mir egal. Genauso wie diese Münzis hier. Genauso wie diese Münzis da.
Und bisher habe ich hier noch keinen Gummiluma gesehen und wenn er doch auftaucht, dann weiß ich fürs nächste Mal, wenn ich die Welt wieder betrete. So ein Gummiluma sorgt ja doch immer nur dafür, dass man die Welt nochmal betritt. So. Jetzt sind wir hier. Oh mein Gott, da sind zwei von den Viechern. Stier! Und das andere ist mir egal. Du darfst überleben. Heute ist dein Glückstag. So, den fütter ich überraschenderweise nicht. Will die Sternteile behalten. Aber den Speicherpunkt nehme ich mir mit. Ja! Oh, 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 alle gekriegt. So, und was haben wir da? Oh, der schläft ja. Wie süß. Willst du mich heiraten? Hm, ob das wohl sein Schwachpunkt ist? Ob ich ihn da wecken muss? Bestimmt nicht. So gemein, wir sind wieder die Ersten, die angreifen. Die schläft da ganz ruhig und dann BOOM! Greifen wir die einfach an. Wir sind immer die Bösen in diesem Spiel. Ja, jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich wieder von... Yep. Wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir hier quasi immer das Gleiche machen. Das ist interessant. Okay, das ist cool. Ich hatte mir den Boss jetzt gerade einfacher vorgestellt. Aber was soll's, mehr Sternteile für mich, ne? Kann ja auch nicht schaden, mal zu sterben. Hallo. Ach, die Kometenmünze hatte ich gesammelt, ich erinnere mich. Das war nämlich das, was ich gerade nachgucken wollte. Ich hab so schön geschlafen. Jetzt gibt's auf die Nuss. So, 1, 2, 3 und jetzt muss das weg da. Ah. Jetzt kommt sie einfach aus dem Raum, okay. Okay. Das System jetzt hier gerade noch nicht ganz verstanden. Ja. Wie mache ich denn da jetzt weiter? Ach so, okay, ich verhindere, dass die da reingehen. Das war ja dann doch nicht so schwer. Jetzt wird es wahrscheinlich nur übertrieben spucken. Ah, super. Ah, sie spuckt wieder. Wenn ich das noch vergessen, geht es jetzt in das hier? Nein. In das da? Nein. Das hier sieht gut aus. Jawoll, wieder erwischt. Ne, der Boss war doch cooler, als ich dachte. Ich dachte jetzt, das wäre hier so richtig mega Pipifax, aber das war's dann doch. Und wir haben wieder ein unschuldiges Wesen ermordet, um einen Powerstern zu kriegen. So machen wir das. So machen wir das in diesem Spiel. Dum, dum. Ach ja, und vorher haben wir auch massenhaft ihre Kinder ermordet, die einfach nur rumgelaufen sind. Wir sind so gemein eigentlich. So gemein. Da-da-da-da-da-da. Eine Kometenmünze, sehr schön. Und Sternteilis. Ah, wir können weiterfliegen. Ich dachte, jetzt erscheint ein Schabernack-Komet. Zu früh gefreut. Oh, was haben wir denn da? Ich habe da einen Brief für den Babyluma. Ach, ja, wieder von der mysteriösen Mama oder so. 50 Sternteile. Geschenk. Dankeschön.
Reden wir mal einfach so zu dem Toad. Vielleicht hat er neue Sternteile gefunden. Ja, ja, bla 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 bla. 5 Sternteile Bonus. Ich möchte gerade nicht darauf zugreifen.